Hey ho Leute und willkommen zurück zu Mind Path to Talamus. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier wohl den Regen jetzt kontrollieren können. Warte, ich hüpfe mal schnell hier rein. Da fängt es an zu regnen. Ich habe den Regen übrigens, also ich habe das ganze Spiel mal ein bisschen leiser gemacht. Auch wenn es mir gerade wieder laut vorkommt, aber es müsste leiser sein. Ja, es ist auf jeden Fall leiser. Heißt, leider sind auch die Dialoge dadurch leiser, aber das kann ich leider nicht ändern. Aber ich will nicht gegen den Regen anschreien. Und ich habe festgestellt, jetzt in meiner ersten Aufnahme, das ist nämlich jetzt schon die dritte mittlerweile, weil die erste, ich was falsch eingestellt habe und ich mit der zweiten nicht zufrieden war, also gibt es eine dritte Aufnahme. Ja, dass wir hier lang gehen können, heißt, manche der Wege sind auch noch begehbar, wenn es nicht regnet. Der da hinten nicht so, weil die Teile sich weggedreht haben. Und jetzt kommen wir nicht mehr zurück, aber es gibt hier so voll den sneaky Weg. Ich muss ihn finden. Da ist er, da rechts beginnt er. Und dann können wir hier lang gehen. Ich muss nur aufpassen, wo er endet. Hier geht es nämlich gleich rum. Ah, gefunden. Und dann können wir hier außen rum die Kugel wegbringen und können dafür sorgen, dass es weiter regnet. Ich muss gleich mal so ich habe gerade so ein Heizding bei mir an. Das ist viel zu warm. Oh mein Gott, das brummt in die Beine weg. Besser. So, und jetzt können wir hier rüber gehen und die zweite Kugel holen. Die brauchen nämlich auch noch. Ich habe anfangs wirklich ein bisschen gerätselt, weil ich nicht wusste, hey, es ist doch gar kein Weg da. Wie soll ich denn irgendwo lang gehen? Bis ich festgestellt habe, oh, einige der Wege sind auch begehbar, wenn es nicht regnet. Und das war schon fies. Und bis ich dann den Weg da hinten gefunden habe, das war echt fies. Aber so an sich ist das Rätsel, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, ein bisschen aufpasst, gar nicht so schwierig. Ja, weil es dich eigentlich nur verarscht. Eigentlich ist es gar kein Rätsel, es verarscht dich nur das Spiel. Ah. So, jetzt gehen wir hier zurück und legen das Teil dort vorne in die Blumen rein, damit es dort ein bisschen, damit es ein bisschen Nacht wird. Und wir schön durch die Portale gehen können. Und hopps. Und dann sollten wir jetzt nicht in der Mitte rauskommen, sondern auf der anderen Seite des Sees. Gehen wir nochmal durch. Jetzt sind wir in der Mitte. Und jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass es aufhört zu regnen. Damit da drüben... Ja, da drüben sind so Stützen, die müssen aufhören. Also die müssen wieder eingefahren werden erstmal. Also gehen wir erstmal hier mit zurück. Und das können wir auch, weil wir hier durchgehen können. Weil ja der Steg da noch ist. Zwar ein bisschen Wasser, aber wir können durch. Also das war schon alles ganz schön fies. Ja. Und gehen jetzt einfach hier durch. Jetzt sehen wir, dass hier der Weg unten ist. Gehen wieder zurück. Lassen hier das Bällchen fallen. Wir können jetzt hier auf diesen Holzsteg gehen. Perfekt. Kommt dadurch nach oben. Gibt's hier eine Erinnerung? Nein. Aber es sieht voll cool aus. Och, mir gefällt das. Ich finde dieses Spiel immer wieder voll hübsch. So hübsch. Sind wir eben so schnell gesprungen, dass es aufgehört hat zu regnen. Interessant. Und dann haben wir jetzt das Portal erreicht und es lädt. Okay. Yay. Oh, mein Stuhl knarzt. Warum tut er das? Böser Stuhl. Wir kommen hier nicht rüber, wir müssen hier runter. Ja, also wir müssen auf die andere Seite, heißt wir müssen uns höchstwahrscheinlich rüberschießen, heißt wir brauchen erstmal eine Kugel, um den Nebel da wegzumachen. Erst eine Kugel und dann Bäume. Ich habe eine Kugel gefunden. Und vielleicht habe ich auch Bäume gefunden. Ich weiß nur nicht, ob ich... Ja. Wir werden sehen. Irgendwo wird diese Kugel schon hin müssen. Genau, da. Hier zwischen die Bäume. Und dann sollte es schon weggehen. Dann stellen wir uns hier so cool an den Baum. Auf geht's. Beam me up, Scotty. Oder so. Ja. Yeah. Sehr schön. Schon wurden wir rübergeschossen. Kommt der Baum näher. Weil das ist ja eigentlich unser eigentliches Ziel. Wie wir vorhin mal in der letzten Folge in einem Dialog gehört haben. Das wird so diesen Baum wollen. The Sacred Tree. Auf. Lauf mal ein bisschen schneller. Da vorne ist ganz schön neblig.
Und ich habe das Gefühl, der Baum kommt überhaupt nicht näher. Das Gefühl, der Baum entfernt sich eher, als dass er näher kommt. Nicht cool. Hallo, Bildchen. Hallo, Nebel. Hallo, Bildchen. Ich soll eigentlich dem Bild hinterher. Moment. Fällt mir gerade auf. Hier oben war, glaube ich, ein Dialog, oder? Habe ich den übersehen? Das ist ein Dialog. Ja. Was man nicht so alles weiß, wenn man es schon mal gespielt hat. Nein. Also, ja. Das Drawing war still guiding me. I could feel the thalamus looking over me, waiting for me. I didn't know what I'd rather find in there. Sophia or forgiving God. In the end I found them both, but not quite how I expected. Der Dialog macht mich ein bisschen bestutzig, weil ein Ort, wo sowohl Sophia ist, die wohl beim der wohl etwas zugestoßen ist, sagen wir es mal so, bei dem Sturm. Und Gott ist, klingt für mich sehr nach, hey, wir kommen in den Himmel, heißt, wir sterben, yay. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hingehen. Aber ich sehe auch nichts. Ich glaube, es ist einfach alles weiß. Help? Ich bewege mich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich bin trotzdem irgendwo anders. Hi. Wie bin ich hier gelandet? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Ich folge einfach mal den Stützen. Vielleicht führen sie mich irgendwo hin. Okay. Yay. Sie haben mich irgendwo hingeführt. Nebel, kannst du bitte gehen? Danke. Dankeschön. Es ist voll still im Spiel gerade. Okay, jetzt ist Musik da. Sehr schön. Okay, wenn ich das richtig sehe, also brauchen wir Nacht und Regen. Also machen wir erstmal Nacht und bekommen eine neue Kugel. Ist perfekt. Dann können wir auch gleich Regen machen. Zack. Und machen da vorne schnell Regen und dann sollten wir auch schon durch die Portale können. Das wäre schön. Oh, das Spiel ist so hübsch. Es regnet. Oh. So. Brauchen wir nur noch das Portal, was wir am Anfang gesehen haben, um da hochzukommen. Da hinten ist es. Da wollen wir hin. Ich muss sagen, diese klassische Musik passt schon echt gut zu dem Spiel. Oh, da unten wäre auch ein Portal. Ja, wir können jetzt hier drüber. Und hier müsste unser Ziel sein. Ja. Ja. Sehr schön. Keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Aber hier können wir Nacht machen und Nacht wieder wegmachen. Hallo, lieber Tag. Schön, dass wir uns wiedersehen. Was gibt's hier noch so? Da vorne können wir Regen machen. Bleib da, Kugel. Bleib da, meine liebe Kugel. Dankeschön. Wir haben einen Haufen Portale. Wir können auch, wenn wir Regen machen, bestimmt da irgendwie rüber. Bringt uns das irgendwas? Finden wir es heraus. Das wird uns gar nichts bringen. Wir können von da nach da, kommen wir dann nicht durchs Portal. Lassen wir das einfach. Ich hol dich mal wieder hier raus. Hol dich mal da raus und ich nehme dich mal einfach mit. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich nehme dich mit.
Da oben sieht das interessant aus. Ich will da hoch. Ich bin mir noch nicht sicher, was da ist, aber da ist etwas. Okay, ich will doch nicht mehr hier hoch. Warte, ich lasse die Kugel einfach mal da runterrollen. I was so obsessed with my sister drowning in the tsunami that I named my daughter after her. Sophia. Okay. Also sind wir hier am Grab von... Wir sind am Grab von Sophia. Zumindest im Kopf am Grab von Sophia. Die Frage ist nur, von welcher der Sophias und... Ach, Mann. Nein. Nein, das ist nicht cool. Lassen Sie dies bitte. So, rein theoretisch, wenn ich jetzt hingehe und Nacht mache, finden wir dann irgendwo eine Kugel. Das ist eigentlich das Wichtigste erstmal, ob es eine zweite Kugel gibt, die wir finden können. Aber es ist voll neblig bei Nacht. Und trotzdem mal ein bisschen um. Hier ist auf jeden Fall der Rand, scheinbar durch den Zaun. Grenzt. Hier können wir Regen machen. Wo ist denn der Zaun schon wieder hin? Ich wollte mich in dem Zaun orientieren. Hat gut geklappt, oder? Zaun gefunden. Oh, ich stehe doch direkt davor. Boah, es ist schon voll hübsch. Da vorne sind Bäume. Ein Baum, Bäume. Ein Baum, glaube ich. Oder sind es mehrere? Ich weiß nicht, ob hier irgendwo Bäume sind, die diesen Nebel verursachen. Bestimmt. Bestimmt liegt da eine leuchtende Kugel drinne. Das wird so sein. Da sind Bäume. Ist da eine leuchtende Kugel drinne? Das würde nämlich erklären, warum es neblig wird, wenn es dunkel wird. Oh, Spiel, du bist voll fies. Ich musste wirklich durch den Nebel latschen. Mann, war das gemein. Okay, dann müssen wir uns jetzt nur noch das Regenteil suchen. Im Übrigen habe ich dieses Rätsel in der letzten Aufnahme noch nicht gelöst. Weil ich länger gebraucht habe bei den vorherigen Rätseln, dort mehr gelabert habe vielleicht. Und dann habe ich mir hier nur ewig alles angeguckt und bin ein bisschen verzweifelt. Aber darauf gekommen bin ich eben gerade erst wirklich, dass dort eine Kugel, die nur bei Nacht erscheint, in dem Ding liegt. Boah, ist das fies. Mann. So, wir wandern jetzt mal durch die Portale, weil dann müssten wir da oben irgendwo rauskommen. Ja, perfekt. Jetzt können wir hier rüber. Boah, sieht so hübsch aus. Screenshot machen. Es sieht so hübsch aus. So, hier lang. Irgendwie ist um diesen Baum drumherum alles ziemlich zerstört, würde ich mal vermuten. Sieht sehr zerstört aus. Das ist nicht cool. Weil wenn wir wirklich im Kopf sind und alles zerstört ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Habe ich schon mal erwähnt, dass es kein gutes Zeichen ist, wenn hier alles zerstört ist. Okay, noch kann ich durch die Portale überall durch. Wo lande ich denn dann jeweils? Hier lande ich hier oben. Komme ich da wieder zurück, wenn ich durchgehe? Hier bin ich... Oh, hier die Kugel drinne. Als wenn ich die Kugel hier rauswerfe, dann gehen alle Portale aus. Wo komme ich jetzt hier hin, wenn ich durchgehe?
Moment, hier war ich schon, oder? Gehen wir mal hier runter, dann gehen alle Portale aus, okay. Das bedeutet aber auch, ich kann hier durchgehen. Wo komme ich dann hin? Zum neuen Portal. Da gehe ich jetzt auch einfach mal durch. Dann komme ich hier vorne irgendwo hin und wenn ich das... Okay, da sind schon wieder Bilder. Inside the coma, I was convinced my daughter had also died, but as cruel as it seems, I was only thinking about finding one Sophia at the thalamus. Da steht Liar, also Lügner. Was habe ich denn, was habe ich denn gelogen? Es tut mir leid. Glaube ich. So, die Teile fliegen hoch. Ich glaube, wir können hier wieder so eine Kugel, die nur bei Nacht sichtbar ist, da reinlegen. Das wird es irgendwie anders triggern. Weil so hilft es uns ja gar nichts. Wir müssen hier irgendwie mit hochfahren. Wir müssen irgendwie mit hochfahren. Heißt, wir brauchen eine Kugel, die nur bei Nacht sichtbar ist. Okay. Okay. Soweit klingt das sinnvoll. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir die herbekommen. Bestimmt liegt die hier irgendwo rum. Gefunden. Oh, das machen wir jetzt schnell noch. Ich habe eigentlich gedacht, hey, das machen wir einfach in der nächsten Folge, aber das machen wir jetzt schnell noch. Dies müssen wir jetzt leider noch schnell tun. Die Folge ist ein bisschen länger, aber das ist ja egal. Würde ich mal sagen. Ich glaube, euch sollte es ja auch nicht stören, wenn die Folge mal 2 Minuten länger ist, oder? Ihr dürft jetzt alle in die Kommentare schreiben, es ist scheiße, dass die Folge so lang ist. Mich würde es zumindest belustigen, wenn ihr es schreiben würdet. Oder ich wäre verwirrt. Ist beides sehr wahrscheinlich. So, jetzt können wir hier rüber und können da durch. Dann haben wir es geschafft. Wo sind wir? Müssen wir hier runter? Müssen wir hier runter? Ist nur ein Portal, 2 Portale? Oh Gott. Warum ist das alles so verwirrt? Hier gibt es 2 Portale. 1 oder 2? Moment, hier war ich schon, oder? Ist das das, wo ich vorhin schon mal war? Okay, dann gehe ich wieder zurück. Dann komme ich wo raus? Dann komme ich hier unten raus. Okay. Wenn ich jetzt hier runter gehe und da wieder durch? Dann komme ich woanders raus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Wir müssen hier bestimmt durch. Wir können hier die Kugel. Wir können hier die Kugel nehmen. Ich wollte die Folge beenden. Aber ich will die Folge nicht beenden. Das macht gerade so viel Spaß. Arg.
So, ich gehe mal hier hoch wieder. Ich glaube, die Kugel muss rollen. Muss sie nicht? Muss sie doch? Muss sie nicht? Ich weiß es nicht. Hui! Ich weiß es nicht. Ich schwebe hier einfach mal ein bisschen rum. Kann mich ein bisschen umschauen. Ist cool hier. Oh, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Moment. 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 Wir gehen einfach hin und beenden die Folge erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich wirklich freuen. Oder einen Kommentar. Oder beides. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch noch abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche bei Mind Path to Talamus. Oder vielleicht bei Monstrum. Oder ich weiß nicht, irgendwas anderem zwischendurch. Oder in irgendeinem Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Arg.